Wunderschönes Hallo allerseits. Heute mal wieder ein Indoor-Video. Draußen regnet so halb. Mit dem Hund übrigens, den könnt ihr im Hintergrund wieder hören vielleicht und mich nicht vom Training abhalten, aber für Videos nicht so spannend. Und außerdem brauche ich oder möchte ich heute euch was zeigen, wo ich gerne beide Hände frei habe und nicht in einer Hand das Handy halten muss. Und zwar heutiges Thema. Was ist die Übungsform Muskelcoaching Isometrics? Es gibt verschiedene Arten, isometrische Übungen zu machen. Und ich habe da eine ganz spezielle Variante. Flori, ab auf die Decke. Hör auf, das Video zu crashen. Geh ab auf die Decke. Auf die Decke. Platz. Bitte um Entschuldigung. Und zwar, es gibt verschiedene Arten, isometrische Übungen auszuführen. Und ich habe da nochmal eine ganz eigene Variante, die sehr selten eigentlich angewandt wird. Und ich möchte euch eigentlich die drei Varianten, inklusive meiner, die ich kenne, zeigen und zeigen, was die Unterschiede sind und was die Vorteile sind. Und warum in Wirklichkeit, abseits dessen, dass isometrische Übungen für Training wirksam sind, okay, was viele nicht glauben können, warum meine Variante für was besonders gut ist. Und zwar, isometrische Übungen sind ja eigentlich in Wirklichkeit die Anspannung der Muskulatur oder die Arbeit der Muskulatur, ohne dass sich der Muskel in seiner Länge verändert. Das heißt eigentlich ohne Bewegung. Wir kennen da eigentlich, oder ich kenne drei Varianten. Die eine wäre zum Beispiel, und so ist sie häufig in Übungssystemen drinnen, nehmen wir zum Beispiel Liegestütz. Du kannst hergehen, 10 Liegestütz drücken und dann am Ende der 10 Liegestütze in der unteren Position 10 Sekunden halten. Okay? Das wäre eine Variante der isometrischen Übung. Du bleibst einfach in dieser unteren, anstrengenden Position verharren. Okay? Ist in vielen Systemen wie Calisthenics oder was weiß ich was auch drinnen. Oder ich kenne es auch aus dem herkömmlichen Fitnesstraining von vor 20 Jahren oder länger, wo Calisthenics eigentlich noch gar kein Thema bei uns im deutschsprachigen Raum war. Ja, ist eine gute Sache, hat seine Berechtigung, ist aber in Wirklichkeit nur ein Add-on zu einem bewegten Training und ja, ist nicht isometrisches Trainieren. Zweite Variante, jetzt gehen wir zu einer Übung rüber, die etwas Ähnliches bewirkt wie Liegestütz, aber die eigentlich schon in meinem Trainingssystem drin ist. Und zwar nehmen wir her zum Beispiel, erstens einmal bei allen meinen Übungen wichtig, Oberkörper aufrichten, Bauchmuskulatur anspannen, egal im Sitzen oder im Stehen. Deswegen habe ich gleich einmal diese Rumpfstabilität, die ich auch zum Beispiel bei der Liegestütze automatisch durch die gestreckte Haltung Richtung Boden erzeuge. Und drücke zum Beispiel die Hände jetzt vorm Körper mit maximaler Kraft zusammen, bis ich ein Muskelzittern, ihr seht es ein bisschen am Video, erzeuge. Dieses Muskelzittern ist auch in meinem Konzept, dass die Muskulatur trainingswirksam, trainingsrelevant arbeitet, weil du sie auslastest. Okay? Wenn ein Muskel auslastet oder Muskelketten auslasten, dann fängt der Muskel an zu zittern. Das ist für uns wichtig, weil wir wissen, dass wir so mit trainingswirksam trainieren. Aber auch mit diesem trainingswirksamen Reiz dann schon sehr wohl auch über die Zeitdauer dann steuern, ob wir Haltungstraining, Aktivierung machen, Krafttraining machen oder Ausdauertraining machen. Mehr findest du online von mir oder jetzt aktuell habe ich es in meinem Schreibprojekt in dem kontinuierlichen Isomove Circles beschrieben, wo das Video gut dazu passt. Da ist ein neues Theoriekapitel reingekommen, das lautet, kann isometrisches Training funktionieren? Ja, funktioniert, funktioniert ausgezeichnet. In meiner Variante aber noch einmal anders, und zwar so ähnlich wie die zweite Übung, die ich jetzt gezeigt habe. Ich verwende das Ganze so. Ich mache auch eine Körperhaltung, okay? Nehme den leichten Kontakt, sodass die Muskulatur vorgespannt ist. Und jetzt spanne ich selbst aktiv die Muskeln,
Weil jetzt weiß der Muskel ja schon, welchen Reiz ich setzen möchte, in welche Richtung. Aktiv bis zu diesem Muskelzittern an. Okay? Halte eine gewisse Zeitdauer. Das ist wieder das Thema von davor für diesen Übungsreiz, welchen ich setzen möchte, welchen Trainingsreiz ich setzen möchte. Ja, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied und das ist der Punkt der. Erstens einmal zwischen Liegestütz mit isometrisch halten, zweiter und dritter Variante. Um eine Liegestütz isometrisch halten zu können, musst du mal eine Liegestütz sauber machen können, damit deine Haltung nicht Schaden nimmt von dieser ganzen Sache auf Dauer. Das brauchst du bei der Übung nicht. Das kannst du recht schnell einmal. Das heißt, du kannst bei einem relativ niedrigen Fitnesslevel mit diesen Übungen beginnen, die ich anwende, und kannst sie aber trotzdem eigentlich fast bis zum Leistungssportler anwenden. Da ist ja eigentlich in Wirklichkeit, habe ich in einem anderen Video schon erklärt, eine Sache deines eigenen Krafteinsatzes ist, wie viel du gegeneinander drückst oder dann aktiv anspannst. Das heißt, die Übung ist für jemanden, der fast keine Kraft hat oder fast keine Ausdauer hat, hochwirksam, weil er weniger selbst hineinsetzen wird in das Training, als auch für jemanden, der sehr fit ist und sehr stark ist und sehr gut trainiert ist. Jetzt aber der große Unterschied zu meiner Trainingsform ist in Wirklichkeit das, dass ich eine willentliche, aktive Muskelanspannung mache. Das heißt, leichter Vorkontakt nochmal und dann aktiv anspannen. Mein motorisches Zentrum im zentralen Nervensystem befiehlt meiner Muskulatur, spann an. Hat folgende Vorteile. Erstens mal, das kennen wir aus dem Krafttraining und gibt es seit Ewigkeiten. Ich habe das erste Mal jetzt wirklich gelesen in einem Buch, das glaube ich Ersterscheinung 1920 war, Muskelcontrol. Geht darum eigentlich über isometrische Übungen und man weiß ganz einfach, dass du kannst jeden Kraftsportler fragen, jeden Sportler fragen, wo Muskelentwicklung relevant ist. Es geht um den Fokus auf die Muskulatur, die gerade trainiert, damit in der Muskulatur was weitergeht. Das heißt, du kriegst durch dieses aktive, willentliche Anspannen, weil das musst du ja dann, dadurch musst du ja den Fokus auf die Muskulatur legen. Erstens einmal einen starken Trainingseffekt hin, was die Veränderung der Muskulatur betrifft oder auch der Ausdauer betrifft oder eben der Ausdauer oder der Kraft betrifft. Aber du kriegst auch das hin, dass du lernst, deine Muskeln wieder zu nutzen und zu koordinieren, was eigentlich ein Vorteil für deine Wahrnehmung ist. Und somit du automatisch mit der Zeit, wenn du die Übungen in einer richtigen Haltung ausführst, deine Haltung verbesserst. Deswegen sind meine Übungen erstens einmal effektiver, weil Muscle-Mind-Connection da ist. So habe ich das zumindest erfahren, auch mit meinen Klienten, dass sie effektiver ist. Meine Methode ist, oder meine Konzeption ist in einer weiteren Range der Fitness-Levels anwendbar. Und es bringt dir für verschiedene Sachen was. Auch wenn du Kraft und Ausdauer trainierst in der richtigen Körperhaltung durch die willentliche Anspannung, wirst du deine Haltung trainieren, Haltung verbessern, dass diese bessere Haltung und diese besseren Bewegungsmuster der Muskulatur in aktiver Haltung, sage ich jetzt einmal, auch in deinen Alltag unbewusst mit der Zeit übernehmen. Und du kannst damit sogar als Sportler auch Leistungsplateaus überwinden, da du nämlich motorische koordinative Muster, die du gespeichert hast in deinem Kopf, zwar nicht löscht, aber du machst sie noch einmal auf, indem du neue Reize setzt, ganz andere Reize setzt und die über willentliche Arbeit noch erweiterst und verfeinerst. Das heißt, dieses Training ist sowohl für den Fitnessanfänger als auch für den, der die Haltung oder den Bewegungsapparat optimieren muss aufgrund von Einschränkungen, sehr bald machbar, als auch für den Leistungssportler. Oder bis hin zum Leistungssportler vom Fitnesslevel her, alles dazwischen gilt auch, weil er ganz neue Reize setzt. Das habe ich schon mit ein paar Leuten jetzt im Leistungssport erfahren dürfen und beweisen dürfen. Auch wenn die Übungen wahnsinnig einfach ausschauen zu Beginn und lächerlich sind, fast wie Voodoo wirken oder keine Ahnung was,
Es ist wahnsinnig leicht und wahnsinnig rational erklärbar. Es ist einfach den Körper unter Kontrolle kriegen und bis zu höchsten Geschwindigkeiten diesen Körper besser kontrollieren zu können, den du selber über dein Nervensystem befiehlst. Ich mag das Wort befehlen nicht, aber mir fällt nichts Besseres ein. Ich hoffe, das Video war logisch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder Interesse habt an diesem Trainingssystem. Es ist einfach cool. Ich stehe einfach noch immer selber nach wie vor drauf. Tschüss, Papa.